alle miteinander. Es ist wieder Donnerstag, es ist wieder Feierabend, es ist wieder sonnig, es ist immer noch Corona, wenn auch schon ein paar Lockerungen bald kommen. Wir sitzen wieder hier, um Corona-Cornern zu machen in digital und mit euch über Themen der Digitalszene zu sprechen. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema. Wir hatten ja in der ersten Sendung das Thema, was passiert gerade in den klassischen Medien, was ist überhaupt los? Dann haben wir in der zweiten Sendung darüber gesprochen, was gibt es für neue Medienformate? Und letzte Woche haben wir uns konkret neue Geschäftsmodelle angeguckt. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema aus einer ganz anderen Richtung, nämlich Influencer. Und was passiert mit Influencern in der Krise? Ist es eher Profit oder Pleite? Das wollen wir heute diskutieren. Mit mir im Studio sind wie immer unser Gastgeber Kim von One Hamburg. Hallo. Moin, hallo. Und schön, dass ihr hier seid. Ne? Prost an der Stelle, genau. Und dann noch neu mit dabei von Next Media, genau. Bastian. Cheers. Moin. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. So, bevor wir jetzt direkt mit unseren sehr, sehr spannenden Gesprächspartnern starten, die wesentlich spannender sind als alles, was wir hier veranstalten, Bastian, kurze Frage. Wir haben schon darüber gesprochen, was ihr alles für die Wirtschaft tut als Standortinitiative Hamburg, ja. Next Media. Habt ihr auch mit Influencern zu tun, wenn ihr die Themen Medien bearbeitet überhaupt? Ja, auf jeden Fall, weil klar, der Begriff hat sich natürlich irgendwie ausgebreitet oder sozusagen ist in ganz andere Definitionen abgeglitten und darum haben wir natürlich auch das Thema Influencer in dem Sinne bei uns im Programm, unter anderem unser Medialift, ein Inkubator-Programm, wo wir halt quasi bewusst eine Frühphasenförderung für Startups angehen, wo natürlich auch immer ganz oft eine Schnittmenge oder tatsächlich einfach ganz große Thematik auch einfach Influencer sind. Aber Thematik eher im Bereich Vermarktung oder auch als Geschäftsmodell gedacht? Sowohl als auch. Also wir haben tatsächlich Teams, die sich sozusagen im Employer-Branding-Bereich sozusagen positionieren und quasi da versuchen, über bekannte Arbeitgeber oder Persönlichkeiten quasi aus der Arbeitswelt halt als Influencer in dem Sinne aufzutreten und da quasi die junge Generation an Young Talent sozusagen, die nachkommt, mit sozusagen zu erreichen. Und das Ganze halt auch quasi als Influencer zum Beispiel ausgerichtet, wenn es um Themen wie Finanzbildung geht. Ja. Ein Startup, das sich dem verschrieben hat zum Beispiel. Okay, top. Wir beschäftigen uns heute nicht mit Finanzbildung, sondern tatsächlich mit den klassischen Influencern. Wir haben dazu vier ganz herausragende Gesprächspartner mit dabei. Einmal zwei, die selber quasi als Influencer gerade noch tätig sind, nämlich Luisa und Ann-Kathrin. Dann aber auch Christoph, der das Ganze von Pulse Advertising managt. Und eine stadtbekannte Größe hier in Hamburg von Online-Marketing-Rockstars, Philipp Westermeier, auch mit dabei. Das heißt, eine sehr, sehr interessante Runde. Womit wir uns beschäftigen wollen, ist die Frage, Influencer sind eigentlich ein Milliardengeschäft. Der Markt lebt davon, dass diese Menschen reisen, uns zeigen, was möglich ist, Marken vorstellen, auf Events präsent sind. Das alles bricht gerade weg. Das ist komplett eingestampft worden. Marketingbudgets von Marken, die beworben sind, sind weg. Und unsere Frage heute ganz konkret, zu denen die Gäste wesentlich mehr sagen können als wir alle zusammen hier, ist, was passiert da gerade, wie geht es denen damit und was passiert überhaupt in der Branche? Bleibt die so erhalten, ändert sich das Ganze? Und wir haben vorher schon diskutiert, natürlich auch die Frage, braucht man Influencer überhaupt? Das wurde jetzt in der Krise noch viel mehr diskutiert, auch mit dem Bereich Nachhaltigkeit angegangen. Und ich freue mich, dass wir diese Fragen sehr kontrovers auch heute stellen können und würde sagen, wir holen unsere Gäste direkt dazu. Gerne. Ich glaube, das passt und ich glaube, wir sind doch alle da. Könnt ihr uns hören? Sie? Ja, Moment, ich sehe schon was. Ja. Da, sehr schön. Dann erstmal willkommen und Prost zum Corona-Cornern. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Könnt ihr uns hören? Das läuft. Können wir euch auch hören? Oder sagt einfach niemand was? Sehr gut, wir können euch hören. Perfekt. Danke für die Einladung. Bevor ich anfange, Fragen zu stellen, soll ich immer noch einen Hinweis machen, der, glaube ich, heute ganz besonders wichtig ist bei unseren Zuschauern. Wir haben heute die Möglichkeit, diesen vier Köpfen alle Fragen zu stellen, die wir wollen. Ob sie antworten, ist eine andere Frage. Aber wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas Bestimmtes wissen wollt, kommentiert auf allen Kanälen. Wir werden ganz doll versuchen, das hier einzublenden, damit ihr Antworten auf die Fragen kriegt. Und auch an die vier, die gerade mitdiskutieren, stellt auch Fragen. Ich bin hier eigentlich nur Beiwerk. Je weniger ich rede, desto besser. Ich würde jetzt aber gerade mal ganz konkret direkt in das Thema starten. Und zwar mit unseren beiden Influencerinnen. Und einfach mal fragen, wie ist es gerade für euch? Wie hat sich's verändert? Was könnt ihr dazu sagen? Anni, meine Perle, willst du mal anfangen? Ich muss einmal kurz korrigieren.
Ich bin keine Influencerin im klassischen Sinne. Ich habe unbedeutend viele bzw. wenige Follower auf Instagram. Ich mache eigentlich Influencer-Management und Marketing. Also bin eher auch so, ich bin irgendwas zwischen Chris und Luisa manchmal. Es ist immer so ein bisschen schwer greifbar, glaube ich, für Leute, die nicht direkt in der Branche arbeiten. Ja, Status quo ist, auf Vermarkterseite ist bis 7 Wochen relativ wenige. Nun ist es ja mittlerweile so, dass Influencer-Marketing etwas nachhaltiger betrieben wird. Sprich, die Influencer sind in der Regel in langfristigen Verträgen mit ihren Partnern, mit denen sie schon, weiß ich nicht, über Jahre im Zweifel hinweg arbeiten. Auch die haben aber ihre Kampagnen pausiert und auf spätere Kalenderwochen geschoben. Ich kann sagen, dass seit Montag, also wirklich vor 2 Tagen, nachdem sich wieder gelockert wurde, seitens der Bundesregierung, auch die Anfragen im Influencer-Marketing wieder bergauf gehen und jetzt auch die Jahresverträge sich langsam wieder einpendeln, beziehungsweise gewisse Aktivierungen, die nicht stattgefunden haben, werden jetzt nachgeholt. Wie gesagt, also seit vorgestern klingelt mein Telefon fast permanent. Das heißt aber, du merkst, dass die Besserung da ist, dass es so quasi total solo durchschritten ist, sowohl auf der Seite der Influencer als auch, wie du schon gesagt hast, du arbeitest auch als Beraterin und auch als Dozentin. Das heißt, du merkst jetzt auf allen Bereichen, dass es jetzt direkt wieder steil bergauf geht, oder ist das Niveau, was es mal hatte, ganz, ganz schwer erreichbar? Naja, also es gibt grundsätzlich ja auch einen gewissen Budgettopf und der ist für im Zweifel im Marketingmix für Influencer geblockt. So, und wir haben natürlich große Influencer-Events, konnten nicht stattfinden, in denen die eine große Rolle spielen. Zum Beispiel das Coachella-Festival in L.A. Und da hatten wir diverse Anfragen, schon irgendwie auch mit kurz vor einer Unterschrift drunter. Wir merken aber, dass Kunden das natürlich jetzt nicht buchen konnten, die Budgets aber weiterhin da sind. Und die werden jetzt einfach in Absprache mit dem Influencer, beziehungsweise im Zweifel mit mir als Vermarkterin, beziehungsweise Management, in sehr enger Absprache dann kreativ weiterentwickelt. Und ja, also ich kann nur sagen, es geht wieder bergauf. Luisa, merkst du das denn auch? Also kommt das auch bei dir selber an? Wir haben jetzt gerade von Ann-Kathrin gehört, bei Management kommen schon die Anfragen an. Also es kommt gerade bergauf. Wie sieht das bei dir aus? Man merkt auf jeden Fall schon, dass einige Unternehmen natürlich jetzt auch zögerlich sind oder sich jetzt sagen, okay, wir wissen nicht, ob wir jetzt gerade in Influencer und Influencerinnen investieren sollen. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass sich auch viele Brands gemeldet haben, die jetzt probiert haben, ihre Dienstleistungen oder ihre Marke oder das, was sie tun, ins Digitale zu holen. Und ich hatte schon ein paar coole Kooperationen jetzt, die ich umsetzen konnte. Darf ich eigentlich Namen nennen? Das also, musst du wissen, das sind deine Kooperationen. Und wir können ja, auch noch nicht aus. Zum Beispiel Bumble fand ich super geil. Die haben mich angefragt und haben gesagt, ey, gerade jetzt während Corona, unsere Leute können nicht draußen daten. Wie machen wir das? Also haben wir die Videochat-Funktion und haben halt angefragt. Und das passt dann halt super. Oder mit einen Online-Apothekendienst, bei dem du deine Medikamente bestellen kannst und dann bei deiner lokalen Apotheke einfach abholst, damit du dir diesen Weg sparst, um Kontakte zu vermeiden. Und das war natürlich mega geile Kooperation und sowas ist bei mir mal reingekommen. Somit hatte ich das Glück, muss ich sagen, dass ich jetzt nicht einen Monat hatte, in dem ich wenig Geld verdient habe. Ah, stark. Ja. Das freut uns erstmal schon mal richtig zu hören. Glückwunsch dafür. Da wäre meine nächste Frage, da gehen wir, glaube ich, aber auch später noch näher drauf ein. Du hast ja auch, sagen wir mal, den Zahn der Zeit getroffen, indem du relativ früh schon auf Nachhaltigkeit thematisch im Content gewechselt hast von dem gesamten Fitnessthema, was jetzt auch boomt, aber trotzdem sehr starker Shift Richtung Gesellschaft. Was sind gerade Themen, die wichtig sind? Hat dir das in der Phase jetzt auch geholfen inhaltlich? Ja, ich möchte immer noch mal sagen, dass das nicht irgendwie eine Strategie bei mir war oder ich mir sage, okay, das zieht jetzt nicht mehr, dann mache ich das Nächste. Bei mir ist es wirklich immer aus dem Persönlichen heraus, dass das wirklich einfach so eine
Entwicklung war, genauso wie von Nachhaltigkeit jetzt zur Politik. Ich glaube, auch da hatte ich einfach Glück, dass das Thema dann durch Fridays for Future und Greta einfach noch mehr explodiert ist. Aber ja, das zahlt sich jetzt dann auch irgendwo im Influencer-Marketing aus, weil die natürlich auf mich zukommen und sehen, okay, ich bin eine der nachhaltigen Influencerinnen, die sich mit dem Thema einfach auseinandersetzen. Okay, sehr gut. Dann habe ich jetzt eine Frage, weil wir gerade schon das Thema Events, Coachella etc. angesprochen haben, um den Ball auch mal zu den Herren zu spielen. Ich glaube, Philipp fühlt sich jetzt schon angesprochen. Philipp, ich erinnere noch sehr den Tiefpunkt, als ich dir zugucken musste, als du bekannt gegeben hast, dass Online-Marketing-Rockstars, dein Baby, die Veranstaltung mit 50.000 Besuchern hier in Hamburg nicht stattfinden kann. Klar, ihr habt den Podcast, sehr, sehr starkes Format. Ich glaube, wir kennen ihn alle. Aber magst du vielleicht einmal kurz über deine Krisenerfahrung berichten, zu der du bestimmt jetzt schon sehr viel ausgefragt wurdest? Ja, also es ist natürlich einfach auch eine harte Zeit für uns gewesen. Wir haben da unser Herzstück sozusagen verloren und das hat irgendwie uns irgendwie emotional getroffen und wirtschaftlich. Und emotional, glaube ich, so langsam ist man so ein bisschen drüber weg. Also so die Phase, wie das, ne, ist eigentlich das einzige Vergleichbare, was ich kenne, ist, wie das so früher war mit 16, 17, wenn irgendwie eine Freundin mit dir Schluss macht, du kannst nichts machen und bist da ohnmächtig und dann ist es vorbei. Und so ein bisschen war es halt auch, also von meiner persönlichen Gefühlslandschaft her. Aber das, so langsam kommt man darüber hinweg und ja, also jetzt haben wir da auch ein paar andere Sachen am Start und ich bin da zuversichtlich, dass wir auch in der zweiten Jahreshälfte noch ein paar ganz gute Sachen rausbringen werden. Das ist eine. Das zweite ist die wirtschaftliche Ebene. Und da kämpfen wir uns jetzt, glaube ich, auch ganz gut raus. Wir hätten ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt wahrscheinlich. Das ist jetzt halt ein bisschen oder deutlich schlechter. Aber es ist wahrscheinlich für uns irgendwie zu verkraften am Ende. Und solange wir im nächsten Jahr wieder ein bisschen was machen können, ja, bin ich eigentlich zuversichtlich. Und vielleicht gelingt es uns auch, über die Sachen, die jetzt in den nächsten Monaten gelauncht werden, bei uns Werte zu schaffen, die dann vielleicht dem Geld, das uns jetzt fehlt, entsprechen. Also zu sagen, okay, wir haben zwar nicht das Ding machen können und nicht jetzt Geld verdienen können, aber wir konnten zumindest was aufbauen, was in die Welt setzen, was Neues, von dem wir nachhaltig profitieren können. So, das ist ein bisschen jetzt die Motivation und auch die Zielsetzung, aber wir haben von 100 Leuten, die jetzt hier arbeiten, sind jetzt so 50, 55, 60 in Kurzarbeit und das wird dann sicherlich ein paar Monate so bleiben. Am Ende werden wir uns aber raushangeln. Wie ist denn das, jetzt haben wir über Influencer gesprochen, würdest du sagen, dass du auch eine Art von Influencing hast und dass sich das auch verändert hat? Also, dass jetzt mehr Leute fragen, hey, wir müssen, klar, digital, Corona hängt zusammen. Hast du als Influencer, also in der Rolle im Zweifel, dass eine Marke sagt, hey, lass uns was machen oder du als Person, hast du was gemerkt da drin oder identifizierst du dich auch damit? Ja, also ich meine, ich bin ja jetzt wirklich, wenn Anni da ganz bescheiden von wenig... Ich glaube, sie hat mit ihrem Himmel-Sahnetorte-Account irgendwie auch über 100.000, habe ich mal gesehen. Also, das, ich glaube, meine größte Reichweite ist der Podcast und dann irgendwie LinkedIn oder sowas. Mit 20 Podcasts, vielleicht 50.000 Hörern. Das ist ja immer noch eine andere Dimension. Das ist halt diese Business-Ebene. Ne? Und auf der Business-Ebene merkt man, dass tatsächlich sowas überhaupt erstmal losgeht wie Influencer-Marketing. Das gab es ja vorher in der Form eigentlich so nicht. Und jetzt, wenn man den Podcast dazu zählt, dann ist es natürlich krass. Dann merkt man, dass auf einmal die Nachfrage nach Podcast-Werbung sogar steigt, zumindest im B2B-Bereich. Nicht im B2C-Bereich, da sind alle vorsichtig, aber im B2B-Bereich haben viele Firmen einfach den Drang zu kommunizieren, haben auch die Notwendigkeit zu kommunizieren. Und das sieht man. Und das hilft, da hilft der Podcast. Also da sehe ich das. Ich habe jetzt ansonsten weniger Berührung mit der klassischen Influencer-Szene, weil einfach da mein Instagram so ist nicht relevant und ich bin auch kein Endkunden fokussierter Typ, sondern bei uns dreht sich alles ums B2B und wie gesagt, Podcast super stark und LinkedIn ist generell eine interessante Plattform, die wächst und da kriege ich jetzt zum ersten Mal seit Wochen auch tatsächlich Anfragen, wo halt Firmen sagen, hast du nicht Lust irgendwie auf LinkedIn davon zu berichten. Das mache ich ja bislang eigentlich sehr zurückhaltend, weil ich mich lieber diese Budgets woanders bei uns allokieren würde. Ja, sehr stark, aber wir sehen auf jeden Fall, wir haben hier schon einen Influencer, der gerade in den Startlöchern steht und kommt. Ich bin gespannt, was wir da noch machen können aus dem Konto.
Vielleicht hilft heute auch ein bisschen. Das ist aber ganz, ganz spannend. Ich habe super viele Fragen, aber gerade jetzt dieser Aspekt, dass das Thema mehr auch in Richtung Business geht, dass auf einmal ganz andere Themen auch digital wichtig werden. Wir haben Christoph mit dabei, der als Gründer und Geschäftsführer von PALS, der größten Influencer-Marketing-Agentur von Deutschland, sehr, sehr sicher mehr weiß, was gerade überhaupt in der Wirtschaft da passiert. Da wäre die Frage, merkst du das auch? Verändert sich die Thematik? Wie ist es generell bei euch mit Buchungen? Wie ist es von der Management-Perspektive aus? Genau, wir haben zwei Geschäftsbereiche. Einmal ist das eine Markenbetreuung aus Strategie- und Kreativperspektive. Also wir überlegen uns Kampagnen und setzen die um. Und auf der anderen Seite auch ein Künstlermanagement in dem Bereich. Ich glaube, was wir sehen ist, wir reden immer von Social Distancing. Ich glaube, aber es ist viel mehr Physical Distancing. Wir haben alle Abstand zueinander und halten diesen Abstand, aber verbringen mehr Zeit auf Social Media und in digitalen Communities denn je. Das geht von YouTube auf Instagram. TikTok beispielsweise ist 30% gewachsen im ersten Quartal. Und die hatten schon 500 Millionen monatlich aktive User. Das heißt, waren schon 2,5-mal so groß wie Snapchat. Also in den Zahlen sehen wir eigentlich, dass die Menschen viel mehr Zeit auf Social Media verbringen. So, jetzt, Social Media ist demokratisch. Da gibt es nicht den einen Sender, der alle Zuschauer vereint, wie im Fernsehen vielleicht. Das heißt, die Leute entscheiden ja selber, was will ich sehen, was interessiert mich. Und jeder kann was für sich finden. Das heißt, da wird es Leute geben, die bauen ihre Reichweite aus. Die kriegen jetzt mehr Follower. Es gibt Leute sicher, die im Moment vielleicht nicht relevant sind, die auch nicht an Following gewinnen. Was das für uns aber heißt, ist, meines Erachtens sind es zwei Phasen. Kurzfristig, glaube ich, muss jeder durch diese Situation, ist das eine Herausforderung, die Veränderungen bringt, aber eben durch eine Beschleunigung dieser Trends, die es schon gibt. Und langfristig wird es uns dahin führen, oder mittel- und langfristig wird es dahin führen, dass Mediastrategien überdacht werden. Das heißt, ich habe vielleicht in der aktuellen Phase aktuell als Marke oder als Unternehmen Werbebudgets reduziert. Wahrscheinlich in allen Bereichen oder in vielen Bereichen. Ich habe out of home, ich mache weniger Werbung an den Bushaltestellen, ich mache weniger Printwerbung, weil am Kiosk die Zeitschriften nicht so sehr verkauft werden. Ich mache vielleicht auch weniger TV und vielleicht auch weniger Digitalwerbung, wenn ich allgemein sparen will. Und wenn ich jetzt zu dem Punkt komme, wo ich sage, okay, was mache ich, wenn alle wieder draußen sind, wenn ich wieder aus der Situation rauskomme, wohin gehen diese Budgets? Gebe ich genauso viel wieder zurück in die Printwerbung, genauso viel zurück in die TV-Werbung oder verschiebt sich das? Und ich glaube, am Ende geht es darum, wo hören Menschen zu? Und das ist eben keine neue Bewegung, das ist eher eine Beschleunigung dieser Bewegung. Ich muss im Content stattfinden. Keiner will oder immer weniger Menschen wollen die Werbepause im Fernsehen sehen, genauso wenig will ich die im Radio hören, genauso wenig will ich aber auch vom YouTube-Video unterbrochen werden von der Werbepause. Und ich glaube, dass da Menschen, die Reichweiten haben, gewinnen und dass deswegen mehr Budgets in diese Richtung gehen, weil wir eben erstens mehr Aufmerksamkeit haben, zweitens das aber natürlich Schritt für Schritt auch immer besser bewerten können. So, und wenn ich gucke, wie hat uns das, wie betrifft uns das als Unternehmen, als Werbeagentur in der Zeit? Dann ist es natürlich so, dass Kunden im Bereich Beauty, die vielleicht auf wirklich Stores draußen angewiesen sind, die sagen, okay, wir können aktuell nicht verkaufen, wir müssen es reduzieren. Wir haben aber genauso auch Kunden Telekommunikation, die sagen, jetzt brauchen wir alle Internet mehr denn je und das ist noch wichtiger denn je, also müssen wir auch präsent sein. Und so hat sich ja eine Verschiebung gegeben im Bestandskundengeschäft. Aber es gibt auch viele Neukunden, die dazu gekommen sind und gesagt haben, was können wir tun? Wie können wir sicherstellen, dass wir top of mind aus der Situation rauskommen? Das heißt, wenn die Türen wieder aufgehen, müssen wir um unsere Arbeitsplätze, um unseren Umsatz, um unser Unternehmen kämpfen. Wie können wir uns vorbereiten? Und auch das haben viele getan. Also jeder handhabt das unterschiedlich für sich. Das heißt, du sagst aber eher, die Krise ist mehr Profit als Pleite, um auf den Titel der Sendung zurückzukommen. Das heißt, du sagst eher, das ist jetzt gerade etwas, was die Gesamtbewegung nach hinten raus beschleunigt, auch wenn es jetzt kurzfristig eher negativ war. Ja, ich glaube, für unsere Industrie, Influencer-Marketing, ist das eine große Chance und das wird sicher den Marktanteil in der Werbung ausbauen. So, das wird aber unterschiedliche Konsequenzen haben. Ich glaube, manche werden das schaffen, manche werden das nicht schaffen, sowohl auf Agenturseite als auch sicher auch auf Unternehmensseite. Und ich glaube, es ist noch zu früh zu sagen, wie schlimm sind diese Auswirkungen, weil man noch gar nicht weiß, wie kommen die Leute jetzt zurück. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt, nicht zu reisen. Mache ich das jetzt trotzdem wieder genauso viel wie vorher? Überlege ich, was ich ausgebe? Kaufe ich noch genauso viele Klamotten? Gehe ich noch so viel aus? Reduziere ich das? Das wird sich zeigen. Da wäre meine Frage auch generell an alle. Das war eine Frage, die wir uns im Vorfeld gestellt haben. Wird sich der Typus Influencer verändern? Also werden wir einen anderen Influencer sehen als der vorher
regierend auf der Plattform war, der viel gereist ist, der viele Events gemacht hat, oder bleibt es gleich und es ist jetzt gerade nur eine Phase, wo wir sagen, die Themen verschieben sich jetzt kurzfristig? Naja, also darf ich was sagen? Ich fange einfach an. Gewinner sind sicherlich die Influencer, die vorher schon so von im Influencer-Marketing-Geschäftsmodell diverse aufgestellt waren. Also vielleicht auch die, Philipp hat das schon angesprochen, ich kann das bestätigen, ich habe selber auch einen Podcast. Podcast-Werbung ist praktisch steil nach oben gegangen. Ich habe mit meinem Podcast darauf reagiert, habe die Frequenz hochgeschraubt und habe das dann relativ agil mein eigenes Geschäftsmodell, sage ich mal, anpassen können. Ja, also wo dann, weiß ich nicht, aus dem Influencer-Management die Umsätze einbrechen, kann ich das dann irgendwie mit verschiedenen, mit einer diverseren Aufstellung von Influencing, und das ist ja irgendwie am Ende auch ein Podcast, der erreicht halt, weiß ich nicht, Summe X an Leuten, nichts anderes an sich. Und ich glaube, die Gewinner sind die, die sich da grundsätzlich schon über mehrere Social-Media-Plattformen divers vorab aufgestellt haben. Christoph hat auch gerade schon angesprochen, TikTok ist der Rising Star auf der am Social Media Plattform-Himmel. Und finde ich ganz interessant. Man sieht ja auch gerade ganz schön, wie viele Influencer irgendwie von Instagram so ein abwandern, beziehungsweise sich versuchen, da jetzt auch unter Druck diverse aufzustellen. Und ich finde, das ist ein ganz interessanter Trend, und ich beobachte das natürlich aus Vermarkter-Sicht beziehungsweise aus Monetarisierungssicht sehr intensiv. Das, Luisa, Ladies First. Ja, und ich glaube auch, man wird auf jeden Fall schon merken, dass, wie ihr schon angesprochen habt, einfach die Menschen, die da auf Instagram sind oder auf anderen Social-Media-Plattformen, dass die mehr hinterfragen werden. Also brauche ich das wirklich? Muss ich jetzt gerade diesen Fitness-Shake kaufen oder kann ich das auch sein lassen? Und ich glaube, nachhaltig gewinnen werden wirklich die Influencer und Influencerinnen, die auch nicht so diese Mainstream-Produkte anbieten, sondern auch einen Mehrwert wirklich bieten, bei dem die Leute ein Gefühl haben, ja, okay, das erreicht mich. Das ist ja auch gerade ein großes Thema, dass Influencer generell halt voll hinterfragt werden durch große Reichweiten, starke Menschen, die im Internet da Geschäftsmodelle aufdecken, die einfach nicht okay sind. Und ich glaube, dass das schwierig ist. Und auch ich bin davon überzeugt, wenn man Podcasts hat oder sich einen eigenen Online-Shop irgendwie aufbaut mit was Sinnvollem oder irgendeine Dienstleistung anbietet, dann hat man später gewonnen. Ja, du bist auf jeden Fall super wandelbar. Du hattest gerade auch einen anderen Hintergrund, oder? Ja, das Internet ist hier scheiße. Ich muss mal da Mitbewohnerin. Nur eine Frage, bevor der Nächste reinspringt, weil du gerade gesagt hast, diversifiziertes Geschäftsmodell. Du hast selber auch einen Online-Shop mit Naturalu. Hast du gesehen, dass du jetzt während der Krise da einen Umsatzplus hattest? Wenn du das sagen darfst. Ja, tatsächlich. Ja, also auf jeden Fall läuft Naturalu richtig gut, und das hat uns total gefreut und einerseits auch ein bisschen gewundert, weil wir erst dachten, hey, die Leute haben jetzt vielleicht nicht Bock zu shoppen, aber gerade wenn es so um diese Produkte geht, die du im Alltag halt benutzt und die dir auch das Gefühl geben, okay, dein Leben gestaltest du dadurch ein bisschen nachhaltiger und sinnvoller, scheint es anscheinend zu klappen. Und wir fahren da ja auch viele Instagram-Strategien und arbeiten mit anderen Influencern und Influencerinnen zusammen und bieten halt voll viel Mehrwert im Moment. Also so, dass wir wöchentlich irgendwelche IGTV-Videos mit erklärenden Beispielen bringen. Und ich glaube, das wollen die Leute halt auch gerade, dass sie halt diesen Mehrwert haben, nicht nur das Produkt an sich, sondern Hintergrundinformationen. Etwas, wo man lernen kann. Jetzt bin ich gerade irgendjemandem ganz preis ins Wort gefallen. Top. Ja, alles gut. Aber wir reden so viel darüber, Influencer sind Werbebotschafter. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Hintergrund der Influencer. Das ist ein Use Case. Ich habe mir jetzt eine Medienreichweite aufgebaut und deswegen bin ich spannender Markenpartner. Aber das ist nicht der Grund, warum ich mein Following habe. Aber das vielleicht heißt, kann man da ja mal kurz reingrätschen. Ja, aber wenn du, nein, also ist ganz wichtig, weil wenn du guckst, was bewegt sich im Moment, ja, es geht alles Richtung mehr Video-Content. Deswegen wachsen Instagram-Stories, sind größer geworden, deswegen wächst TikTok, deswegen wächst ein Twitch, wo ich Gaming habe, das zu Amazon gehört, und guck mir Gamer an. Das heißt, diese Themen bewegen sich ja weiter. So, und das heißt, wenn es um Mehrwert geht, dann sage ich, ich finde Gaming vielleicht spannend, da hat eine Zielgruppe ein neues Format gefunden, super. Aber es sind nicht die kommerziellen Inhalte in erster Linie, es ist erstmal die Medien, es sind die Themen selber, und darauf aufsetzen dann natürlich die Marken, die in dem Bereich Produkte haben und einen Markt haben.
Ja, voll. Aber ich finde, das ist auch, das sollte selbstverständlich sein, normalerweise. Also dieses Authentische, dass man ja jemanden folgt, weil man denjenigen cool findet in dem, was er tut oder in den Werten und der Haltung, die er hat oder das Thema, was er bespielt. Und ja, also ich finde, das ist selbstverständlich. Aber frag ruhig. Ja, wird da vielleicht genau das gerade immer wichtiger, dass man sozusagen Haltung hat oder die Person einfach noch mehr in den Vordergrund gerückt wird dadurch? Genau, also oder die Frage wäre auch, kommt gerade erst dieser Anspruch nach Werten überhaupt durch? Ja. Also du sagst gerade, du willst diese Person cool finden und die Werte vertreten, aber wir sehen ja gerade in der Entwicklung, dass die Leute auf einmal hinterfragen, was passiert da überhaupt? Man hat diese Pro-Kontra-Seiten, braucht man Influencer, diese riesige Frage und eben auch die Nachhaltigkeitsfrage, die ganz stark durchkommt. Deswegen ist die Frage, sind Werte jetzt auf einmal viel wichtiger als vorher, die da vermittelt werden? Aber ist ja fast sogar so, dass man das grundsätzlich auch bei Marken sieht, oder? Dass diese Frage, wofür stehe ich, also einmal aus dem HR-Bereich raus, so warum arbeite ich hier im Zweifel so? Ja. Oder als Marke, was erzähle ich den Leuten? So, also wenn es darum geht, Inhalte zu machen, die irgendwie gesehen werden wollen, so was nehme ich mit? Kann ich was lernen? Ich weiß nicht, verändert man, also denkt man drüber nach? Also wir mussten ja unser Geschäftsmodell, deswegen gibt es das hier mit One, ja komplett mehr oder weniger in Frage stellen, weil wir gemerkt haben, wird so nicht stattfinden. Philipp, du hast das ja sicherlich mit einer Konferenz auch. Ist das bei Influencern, auch so, dass man jetzt gesagt hat, wie kann man die Zeit jetzt nutzen, um auch gegebenenfalls, also nicht nur darauf zu reagieren, sondern auch tatsächlich zu sagen, das nutze ich jetzt als wirklich, um was komplett Neues zu machen? Ich glaube, das ist total individuell. Also am Ende ist ja das ganze Influencer-Marketing oder die ganze, am Ende sind es Medien. Ne? Aber wir reden ja von Medien, die Influencer darstellen. Und Medien sind irgendwo ein Abbild der Gesellschaft. Ja? Und ich sehe jetzt nicht, dass sich das wahnsinnig verändert. Also wenn man jetzt guckt, wie die Leute irgendwie Tiger King abfeiern jetzt irgendwie in der Corona-Pause, dann habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt alle sagen, oh, das ist aber irgendwie ein bisschen zu krass und das will ich nicht. Sondern das ist einfach, die Gesellschaft wird in großen Teilen sicherlich solidarischer, es zählen auch hier und da mal andere Werte, Gott sei Dank. Und das wird auch sicherlich in einzelnen Accounts und bei einzelnen Medien so abgebildet, aber deswegen ändert sich jetzt nicht alles. Also maximal kommen Sachen, die ohnehin gekommen wären, jetzt ein bisschen schneller aufgrund der Krise. Und das merkt man halt schon, dass verschiedenste Entwicklungen, die wir sonst in 2-3 Jahren erst gesehen hätten, dass die jetzt schneller kommen. Meine Wette wäre, das ist eher gut fürs Influencer-Marketing, weil ich wetten würde, dass der Gesamtsektor eher größer wird in den nächsten Jahren als kleiner. Also Stichwort auch B2B kommt dazu, noch mehr Nischen, noch mehr Budgets, zumindest verhältnismäßig oder proportional noch mehr Budgets. Wenn die Konjunktur runtergeht, natürlich ein bisschen weniger, aber immer noch im Vergleich zu anderen Mediengattungen mehr Budgets oder wachsende Budgets. Also deswegen glaube ich, dass das sind so die beiden wichtigsten Aspekte. Es kommt einfach jetzt schneller, was ohnehin gekommen wäre, und am Ende hat das Influencer-Marketing, glaube ich, nicht jetzt eine eigene Stimme in dem Sinne. Es ist ja sehr, sehr diffus und sehr, sehr divers. Es bildet nur das ab, was in der Gesellschaft eh passiert. Und bei einigen Marken und unserer Blase, jetzt, wo wir alle hier so sitzen, ist das vielleicht eine kleine Blase. Wir sind ja auch alle zum Teil privat bekannt und so, das ist ein enger Kreis. Da mag es sein, dass sich die Werte verändern oder zumindest temporär auch andere Sachen in den Vordergrund treten, vielleicht auch langfristig. Aber ich glaube, in der Masse sehen wir, dass dann auch weiter irgendwie Tiger King top ist und irgendwie, wie heißt die Sendung da, mit irgendwie, wo die sich am Strand beleidigen. Also das sind ja Sachen, die jetzt gerade durch die Decke gehen. Also das, ich glaube, so sind einfach Medien und das Influencer-Marketing ist, da bildet das dann auch einfach ab, so wie es da draußen ist in der Welt, und hat da keine eigene Stimme. Also das ist ja sogar so, ich war vor kurzem zum ersten Mal wahrgenommen, wie erfolgreich Influencer sind, die auch ganz kuriose Sachen machen. Also wenn ich mir gucke, es gibt jetzt richtig große so Casino- und Gaming-Influencer im Sinne von Wettspiele, so YouTuber, Knossi und solche Leute. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass da jetzt eine ganz große Besinnlichkeit eintritt. Philipp, ganz kurz, die Sendung mit den Beleidigungen am Strand, die kannst du nochmal raussuchen. Das hört sich flach an, das ist gut fürs Abendprogramm. Ja, wie heißt denn das Ding, Mann? Mit Disney-Nick und ist das Promis unter Palmen. Promis unter Palmen, genau. Genau. Weiß ich aber nur, weil ich es gelesen habe. Ja, mir hat das auch nur eine Freundin dann erzählt. Aber mir fällt da gerade so ein, du hast gerade ja schon sozusagen genannt, Philipp, eins deiner Beispiele. Habt ihr einfach
jetzt in den letzten Wochen wen gesehen, der euch überrascht hat, also der quasi von der Krise profitiert hat, den man vorher nicht auf dem Schirm gehabt hätte? Also ich habe jetzt, es geht mir persönlich so, ich bin jetzt total baff, was der Kollege da bei YouTube für Reichweiten hat mit seinem Casino-Kanal, der Knossi. Das war mir nicht so bewusst, aber es ist halt gigantisch. Inhaltlich ist jetzt nicht mein Ding. Das ist mir jetzt aufgefallen, aber das ist mir wirklich nur persönlich durch Zufall so aufgefallen, weil ich mir den Markt ein bisschen angucke, aber da gibt es wahrscheinlich noch ganz andere Beispiele. Ja, da wäre meine Frage direkt an Christoph. Du hast ja schon vorher in China gesehen, dass sich da die Krise bei den Instagrammern ausgebreitet hat. Und wir sehen jetzt gerade, dass so Sachen wie Online-Gaming, E-Sports viel wichtiger werden, auch im Influencer-Bereich. Habt ihr da selber auch als Agentur schon ein Gefühl für? Seid ihr da schon zugange oder wie müssen wir das einschätzen? Ja, ist ganz spannend. Wir haben, einer unserer Kunden ist Formula E. Und jetzt können so weder in Formel 1 noch Formel E konnten zumindest in den letzten Monaten und wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten nur sehr schwer Rennen stattfinden. Das heißt, ganz viele Sportarten kann ich mir nicht mehr angucken. Was wir mit Formel E gemacht haben, das ja ein nachhaltiges Thema ist, da wären wir wieder da. Da haben wir gesagt, okay, was können wir alternativ machen? Wie können wir den Marktanteil und diese Situation nutzen, um eben eine positive Marke weiter auszubauen und Marktanteile gewinnen? Und haben in Partnership mit UNICEF, oder hat Formel E vor allem in Partnership mit UNICEF, Rennen jetzt digital stattfinden lassen. Das heißt, ich kann im Moment samstags mir Rennen angucken zwischen den tatsächlichen Formel-E-Fahrern, die zu Hause in so einem riesen Gaming-Stuhl mit, wie man das so aus der Mall kennt, ihre Rennen fahren und gegeneinander racen. Und das zählt tatsächlich auch für die Liga. Das heißt, das ist zum Beispiel was, wo dann Twitch-Streamer teilnehmen und mitmachen. Und das ist eine Plattform, Twitch gehört zu Amazon, die haben inzwischen gut 300 Millionen User, ist also wirklich eine große Plattform geworden. In Hamburg war letztes Jahr die Barclaycard Arena, ein Wochenende voll mit Leuten, die anderen beim Gaming zugeguckt haben. Und also dieses E-Gaming wird dadurch groß. Und das ist so ein Beispiel, glaube ich, wie eine Marke jetzt in der Situation schnell reagiert hat und sich weiter ausbaut und eben nicht zurückzieht und sagt, okay, wir warten jetzt ist Winterpause, sondern wir positionieren uns, wir nutzen das positiv. Also um diese Twitch-Thematik kurz, da muss ich eben schnell was zu sagen, weil ich da... Du wirst jetzt auch E-Gamerin? Nee, aber mein Freund hat sich bei Twitch beworben und die haben jetzt massiv eingestellt in der Krise. Und das zeigt ja auch schon so ein bisschen, dass da ein extremes Wachstum irgendwie stattfindet, zu einer Zeit, wo Leute in Deutschland eigentlich in Kurzarbeit geschickt werden und gegebenenfalls ganz ihre Jobs verlieren. Und da bin ich gerade aktuell sehr nah dran. Das läuft bei uns zu Hause rauf und runter. Und ich kenne hier 24/7 antun. Also, ja. Man hört deine Begeisterung auch direkt mit. Aber Anni, dann kennst du doch bestimmt hier mein neues Idol, den Kollegen. Nee, hey, ich muss das mal aufschreiben. Das ist der größte Twitcher überhaupt. Knossi, guck dir mal an. Ich schreibe mir noch mal auf. Gibt es auch einen legendären Besuch, wo er sich das alte Haus von Boris Becker auf Mallorca anschaut? Ist okay. Also ist spannender Content tatsächlich. Das okay. Hat Kim auch nur gelesen. Kannst du nicht skripten. Genau, ja. Hauptsache schreibt jemand mit, alles Spannende hier. Nein, aber das wäre tatsächlich mal eine Frage in die Runde, wo ihr ganz schnell alle mal drauf antworten könntet, nämlich die Frage, die wir uns schon gestellt haben. Werden TikTok und Twitch Instagram so ablösen, wie zum Beispiel ein Instagram einen Snapchat quasi abgelöst hat? Was ist da eure Meinung ganz schnell? Einfach mal alle durch. Steile Aussage erstmal drin. Ja, also es sind weniger Kernplattformen, die das durchsetzen. Ne? Es ist ganz spannend, bisher war alles in den USA. Du hast Facebook, zu denen gehören Facebook, Instagram, WhatsApp. Das klare, starke Pferd ist Instagram. Das wird auch weiter groß bleiben. Das wächst auch weiter. Das ist im Moment, da sehen wir keinen Abbruch in Zahlen. Und zwar, weil die sich immer wieder in den Formaten weiterentwickeln. Du bist mehr Richtung Stories sind die gegangen. Du kannst Stories machen und nutzen, was viele Nutzer tun. Du kannst Live-Videos machen, lange Videos posten. Also, sie haben viel aufgenommen. Die haben über 1 Milliarde Nutzer. YouTube zu Google gehören, auch aus den USA, über 2 Milliarden Nutzer, auch Video. War schon sehr lange stabil, da sehen wir auch nicht, dass das in irgendeiner Form nachlässt. So, und dann sind es bisher Snapchat mit 200 Millionen Nutzern, 204, 205 Millionen Nutzer, also sehr, sehr klein, auch aus den USA. Und also Twitter mit 400 Millionen Nutzern, auch aus den USA, auch independent, beide an der Börse. Und Twitch mit 300 Millionen Nutzern, so genau dazwischen, von Amazon. Und jetzt ist das erste Mal, dass es ein asiatisches Netzwerk schafft, im Westen erfolgreich zu werden.
Deswegen es ja auch so große Diskussionen gibt über, meines Erachtens Diskussionen gibt über den Datenschutz. TikTok hat inzwischen gehört zu ByteDance, gehört also zu einem chinesischen Konzern, zu einem der großen Player. Vorher hat man immer Google, Amazon, Facebook, Apple genannt. Jetzt gehört jedenfalls ByteDance dazu, mit 500 Millionen Nutzern, auch im Westen attraktiv. Und wie gesagt, 30% Wachstum in einem Quartal in 3 Monaten heißt, dass es innerhalb von 7 Monaten, wenn es das Wachstum beibehalten würde, verdoppeln würde. Und das ist ein Wachstum, was natürlich viel, viel größer ist, als das, was sonst andere Plattformen aktuell zeigen. Von daher verschiebt sich da was. Es gibt immer wieder kleine Player, aber TikTok ist inzwischen eben, wie gesagt, größer als Snapchat, ist größer als Twitter, ist größer als Twitch. Von daher, ich glaube, das ist nicht mehr ein Maybe, sondern das ist einer der großen 3 Player inzwischen. Wie sehen die anderen das? Wir haben schon gehört, Philipp ist Fan von Twitch geworden. Wie sehen die anderen beiden das? Also ich glaube auf jeden Fall auch dran an TikTok, aber es ist halt voll nicht mein Ding. Ich kann mich damit nicht identifizieren, weil Anni, wie du vorhin schon gesagt hast, ich habe bei manchen das Gefühl, dass sie so zwanghaft da rein müssen, um witzige Videos zu machen, um Views zu kriegen. Und das ist, also ich kann mich nicht mit identifizieren und mir wird schnell langweilig, wenn ich das gucke, weil es irgendwie dann auch immer dasselbe ist. Aber in meinem Freundeskreis oder Influencerkreis merkt man halt komplett, die gehen jetzt alle auf die App halt. Hier kam, ich muss mal kurz unterbrechen. Entschuldigung, wir haben hier ja, wir wollen ja unsere User mit einbinden und es kam eine Frage an Philipp. Wie kam es zu deiner GoDaddy-Einbindung? Das müssen wir vielleicht erstmal erklären. Willst du darauf reagieren? Na klar. Also das ist in der Tat eine Influencer-Kampagne im B2B-Bereich, die mir angeboten worden ist und wo ich dann so dachte, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin neugierig. GoDaddy ist ein Produkt, das ich wirklich total okay und auch hilfreich und passend und positiv finde und empfehlenswert finde, soweit ich es überblicken kann. Und dann dachte ich mir, probiere es mal aus und hatte dann da 3 nette Tage mit Echo Fresh und Bonnie Strange und war einfach eine Chance damals, sowas zu machen und dann habe ich es gemacht. Also es ist verbucht so ein bisschen unter der Rubrik Erfahrungen sammeln und Opportunitäten ergreifen, so, aber das war jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie gepitcht hätte oder da, sondern die hatten sich dann sehr nett gemeldet und dann fand ich das auch sehr passend und hatte da Lust zu. Und es war auch ehrlicherweise adäquat bezahlt und deswegen habe ich dann, okay, dann mache ich das. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ja ab jetzt jede Woche oder permanent wie irgendwie jetzt Profi-Influencer sowas vorab zu machen. Aber in dem Falle passte es und es hat mich neugierig gemacht. Und außerdem Tage mit Bonnie Strange sind immer super Tage. Aber, okay, also erstmal, ich sag euch das am Ende der Sendung. Irgendwann wird Philipp bei Christoph in der Kartei aufgenommen. Ist er auf jeden Fall in der Agentur schon mal gelistet. An Christine, wieder zurück zu der Frage, wie siehst du das mit der Ablösung von Instagram? Ich glaube, das ist eine Zielgruppenfrage. Ich kann das bestätigen, was Lou sagt. Also ist natürlich sehr aus meiner Blase gesprochen. Ich bin so ein klassischer Millennial. Ich bin 90 geboren und tue mich jetzt auch schwer mit TikTok so ein bisschen. Verstehe natürlich die Prozesse und alles, was da passiert, aber kann jetzt für mich selber da keinen Wert herausschöpfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aus Vermarkter-Sicht ist das natürlich trotzdem super interessant und spannend und in dem Sinne muss man da irgendwie partizipieren. Ich glaube aber, dass es so eine Art, ja, es werden sich einfach auch verschiedene Social-Media-Plattformen für verschiedene Zielgruppen herausbilden. Es muss nicht diese eine Giga-Plattform geben, so wie es Instagram vielleicht gerade ist für viele, wo irgendwie alles stattfindet, Video, ein statischeres Feed-Posting, ein Text und so weiter. Ich glaube, das wird sich herausbilden, weil zum Beispiel Facebook hat eine ältere Zielgruppe mittlerweile als Instagram und die Generation versteht wahrscheinlich TikTok noch weniger als ich. Und ich glaube, jeder kann sich da irgendwie so ein bisschen das rauspicken, was er cool findet. Ich bin an den Influencern teilweise zu nah dran, auch emotional, als dass ich das jetzt irgendwie beurteilen kann mit einem gewissen Abstand. Aber ich weiß zum Beispiel, dass meine Freundin Caro Dauer sich auf TikTok praktisch neu erfunden hat. Ja? Also auf TikTok kann sie endlich der Mensch sein, der sie eigentlich ist. Super witzig, verspielt, ulkig, lustig.
Und das ist eigentlich, wenn man sie persönlich kennt, ihr wahres Ich. Und für sie ist das die perfekte Plattform, wohingegen das Talent, mit dem ich arbeite, Farina, die auch 90 geboren ist, sagt, ey, ich kann damit gar nichts anfangen und ich weiß überhaupt nicht, was ich da für einen Inhalt kreieren soll. Da komme ich mir blöd vor, das finde ich albern und tut sich da mega schwer mit. Obwohl das natürlich aus Business-Perspektive smart wäre, da sich irgendwas auszudenken. Aber wie schon Lou gesagt hat, ich glaube nicht, dass jetzt jeder Influencer diesen Trend hinterher rennen muss, wenn er ihn nicht adäquat bedienen kann, sage ich mal. Wenn wir so über Plattformen sprechen, habt ihr StudiVZ mitbekommen oder VZ-Netzwerke, ich glaube, so soll es jetzt heißen, habt ihr das mitbekommen? Habt ihr da eine Meinung zu? Ist das eine Plattform, die man sich jetzt early bird technisch direkt wieder... Hast du da Hoffnung? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich der größte... Zum zweiten Mal Early Bird, oder was? Ja, irgendwie sowas, weißt du? Hast du ein altes Profil noch? Ich nicht. Das weiß ich nicht. Das ist fast schon eine Datenschutzfrage, ob es das noch gibt, oder? Aber habt ihr da eine Meinung zu? Habt ihr euch das angeschaut? Oder wie verfolgt ihr sowas? Also ich hab's mitbekommen. Ne? Das ist ja der Kollege, der Jörg von Lieferando, der das gekauft hat. Also die Reste da jetzt. Und ich denke mal, das ist ein Projekt für den eines von vielen, der ist ja im Hauptjob Vorstand von einem Milliardenkonzern, also von Lieferando oder der Takeaway Group. Das ist für den ein Hobby und so eine Art Spaßinvestment, wo er jetzt irgendwie guckt, was er da rausholen kann. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie im Kontext der Plattform, die wir sonst hier so diskutieren, demnächst wieder auftaucht. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Okay, ich glaube, ich habe gerade ein neues Life-Goal oder Business-Goal. Ich will auch mal so reich sein, dass ich dann MySpace kaufe als Hobby. So. Ja. Aber viele Dinge aus Hobbys werden ja gut, ne? Also vielleicht ist das der gute Ansatz. Ja, immer gut Ziele zu haben. Gibt die Hoffnung nicht auf, dass du noch der VZ-Star wirst? Weiß ich nicht. Gibt es eine Plattform für Senioren und wo es so einen Senioren-Influencer drauf gibt, wenn man das so will? Facebook. Ja, vielleicht ist das so. Ja. Ich glaube, Kim sucht gerade tatsächlich aktiv nach Karrierewegen. Nein, ich versuche einfach, ich finde es spannend, so, wenn man sich die ganzen Plattformen anguckt und alle haben hier ihre Berechtigung und alle erreichen auch unterschiedliche Leute, aber also wenn die Segmentierung quasi weiterhin so bleiben wird, so dann muss man ja... Also, ja, wer ist der älteste aktive Influencer? Wer weiß das? Zum Glück sind wir keine Fachleute. Eine Zeit lang aus den USA, wie heißt sie denn? Kommt ihr drauf? Diese alte Dame, diese Fashion-Dame. Ja, genau. Ja, ja. Mitte 80. Aber es gibt auch einen alten Opa, der wird doch immer von seinem Sohn gedresst in so Street-Fashion. Und die machen manchmal Street-Style-Fotos. Ich weiß aber auch jetzt nicht auswendig, wie der heißt. Aber in Deutschland gibt es auch einen heißen Typen mit seiner Omi. Die sind auch richtig sweet zusammen. Ach so, okay. Kim, das heißt, wir müssen nur jemanden finden, der dich gut anzieht. Warte, die Regie schreiben. Ob wir pushen? Es gibt eine neue Frage. Moment. Oh, ja, dann push die doch immer mal. Her damit. Immer her hier, damit. Es gibt eine neue Frage, klar. Chris, könnt ihr die Fragen lesen eigentlich? Oder? Ja, ich kann es lesen. Was wir zu Face-Filtern denken, gebrandete Face-Filter, virtuelle Filter, mit denen man innerhalb von Instagram kaufen könnte. Ja, ist ganz spannend. Das sind so teilweise Trends, die in China schon lange da waren. Alles, was Video, was Live-Video angeht, was Chat-Funktionen, interaktive Themen angeht. Und du kannst inzwischen auf verschiedenen Plattformen einen Filter zum Beispiel machen mit Lippenstift und im Filter verändern sich virtuell deine Lippenfarbe. Und das kannst du natürlich als Beauty-Unternehmen, als Kosmetikunternehmen gut machen. Dann kannst du also den Lippenstift anprobieren und kaufen. Und macht total Sinn für mich. Also ich bin nicht der Kunde selber, aber ich kann mir gut vorstellen, es ist schwierig aus dem Shop eine Farbe zu sehen und zu sagen, okay, steht die mir oder nicht? Und jetzt kann ich die anprobieren. Also finde ich super und es gibt sicher passende Cases und weniger passende. Du hast immer mehr, das kommt von TikTok, Challenges. Also Sachen, irgendwas Interaktives, ein Konzept, wo alle mitmachen, ein Prank oder irgendwas Witziges, was man macht, ein Tanz. Und in solchen Challenges funktionieren oft Filter gut. Das heißt, du hast zum Beispiel, das haben wir Anfang des Jahres viel gesehen, so ein Glücksradfilter. Ja, das heißt, über dem Kopf taucht so ein Glücksrad auf, du tippst das an. Und dann laufen ganz viele Begriffe durch und dann kommt ein Kommando, was du machen musst. Und diese Themen kannst du alle branden und dann baust du also visuell die Marke ein. Und das macht in jedem Fall Sinn, klar. Siehst du denn da noch andere Trends? Das war auch was, was wir wieder hier diskutiert haben. Wir haben uns sehr ausgiebig vorher unterhalten. Hier gibt es ja Getränke. Und zwar die Frage, wenn man gerade nach China guckt, also abseits davon, dass wir gerade eine Gesundheitskrise und Amerika auch eine riesengroße Hornisse von China bekommen hat, ist die Frage,
Gibt es noch andere Trends, die du da schon siehst, die hier noch gar nicht angekommen sind, die sich hier aber durchsetzen könnten? Und dann wiederum gibt es da Trends, die in den westlichen Markt hier überhaupt gar keinen Einzug finden? Ja, ich glaube wirklich, dass sich die Werbung verändert und die Werbewelt verändert. Eigentlich, wenn man so in die Werbung guckt, dann, wenn man in die Autowelt guckt, dann ist das Volkswagen, Toyota und dann gibt es ein paar große Konzerne. In der Werbung gibt es auch. Da sind das WPP, Omnicom, Publicis, Interpublic, Dentsu Aegis, das sind auch 5 so große Konzerne. Und die sind im Grunde immer ein Sammelsurium aus ganz vielen bunten Agenturen, die es gab. Und ich glaube, dass wenn man sich die Performance dieser Konzerne anguckt, das läuft nicht gut die letzten Jahre und das läuft auch nicht mehr besser, weil die eben sehr verhaftet sind in teilweise alten Medien. Und ich glaube, dass dieser Trend, was ich eben gesagt habe, dass man eben Werbepausen nicht mehr sehen will, dass das nicht mehr weggeht, weil das entscheiden wir alle. Ja? Wir sind da, eben ein Lied zu hören, einen Podcast zu hören oder einen Film zu gucken, aber eben nicht, um darin unterbrochen zu werden. Und das ist nicht nur im Fernsehen so, sondern auch auf Social Media. Das heißt, wenn ich an Social Media Netzwerke gucke, dann ist das zwar heute noch der Umsatz, den die machen, in Werbung, die sie verkaufen. Ich glaube aber, das verändert sich. Und das geht hin unter anderem einerseits in Shopping, wie wir gerade Filter gesagt haben. Das heißt, ich kann kaufen über diese Plattformen und da verdient jemand mit natürlich, wenn das verkauft wird, aber eben innerhalb des Content. Und das andere ist Subscription. Das heißt, so wie ich Spotify 9,99 € im Monat zahle, damit ich da Member sein kann, genauso kann ich auch bei Twitch zum Beispiel bezahlen dafür, dass ich von einem bestimmten Gamer besonders viel sehen kann. Und dann zahle ich, das sind so Mikro-Abos, dann zahle ich halt 3,99 € oder 5,99 €, das kommt auf die Plattformen an und ein Teil davon bekommt der Creator und ein Teil davon bekommt die Plattform. Das heißt, das Erlösmodell verändert sich. Und das ist was, was schon länger in China beispielsweise war und was wir jetzt eben bei Twitch zum Beispiel sehen, was funktioniert und was angenommen wird und was womit teilweise diese Creator 6-stellige Summen verdienen, indem eben Leute sagen, okay, ich bin bereit, da Geld für auszugeben, ich mag die Person, ich finde den Content cool, ich möchte es sehen. Und ich finde das persönlich sympathisch und ich finde das ist sehr natürlich, das hat eben nichts mehr mit Werbung zu tun. Das wäre ganz, bitte sofort. Es gibt ja durchaus auch einen Trend unter Influencern aktuell, auch auf Instagram, so eine Art Paid-Content zur Verfügung zu stellen über die Funktion der engen Freunde in den Stories. Und sehr, sehr unprofessionell, sage ich mal. Dann musst du da irgendwie per PayPal irgendwie was an die E-Mail-Adresse schicken und dann wirst du hoffentlich freigeschaltet. Also es gibt da nicht wirklich professionelles Bezahlsystem oder irgendwie was Organisiertes dahinter. Aber ich glaube auch, dass die Bereitschaft der User größer ist, für gute Inhalte dann doch zu zahlen, weil es einfach echt viel Bullcrap auch gibt da draußen. Und ich glaube auch, die Akzeptanz in der Zielgruppe wird größer für Paywalls, auch beim Influencer, im Sinne von natürlich nicht der Influencer, der nur Beauty-Produkte zeigt oder seinen Kanal sehr kommerziell aufgebaut hat, sondern dass man zum Beispiel wie die Lu, ja, die politisch... bei mir hat das letztes Jahr nicht geklappt, Anni. Du warst deiner Zeit voraus. Das habe ich dir immer gesagt. Scheiße gelaufen, sage ich mal. In den USA wird das schon gemacht. Ja, aber das ist ja auch ganz spannend, die Frage an die Influencer und damit auch an dich, Luisa, zu fragen, wärst du denn bereit, so wie Christoph das gerade geschildert hat, dass quasi der User dafür zahlt, bestimmte Inhalte zu sehen, was ja auch den Influencer unter bestimmten Druck setzt, gewisse Dinge zu tun, weil eben der User dafür zahlt und nicht mehr die Brand, die sagt, da gab es auch so einen Film, der das ins Absurdum geführt hat, oder? Dieses, ich gebe dir... Da gab es auch einen Shitstorm. Nee, Shitstorm gar nicht, sondern im Sinne von, Leute werden den ganzen Tag, also das ist ja etwas, was in China schon deutlich mehr da ist, dieses, ich broadcaste mich den ganzen Tag, Leute können mir zugucken, wie ich esse, wie ich schlafe, wie ich arbeite, was auch immer. Und inwieweit das dann quasi so eine Auswirkung hat auf, ich bezahle Leute ganz klar für Sachen, die sie tun und im Zweifel dann über Challenges, dass du sagst, traust du dich das zu tun oder der Erste, der das macht und broadcastet oder sowas. Also also da geht ja auch eine Gefahr mit einher. So, ne? Genau, also, deswegen wäre die Frage an zum Beispiel Luisa, würdest du das als Influencer machen? Das fände ich nämlich ganz spannend. Sind Influencer bereit, das quasi, ich sag mal so ein bisschen wie so ein Augsburger Puppenkiste-Theater, Paid Content für die User zu erzeugen? Also, ich habe ja letztes Jahr, habe ich ja mal was probiert.
Aber da ging es um meine politischen Inhalte. Ich wollte quasi, dass meine Follower, wenn sie möchten, mich unterstützen, dass ich weiterhin meinen politischen Content umsetzen kann, ein Video Mann dabei habe und weiter in den Bundestag fahren kann. Und hatte dann ja auch mir ein PayPal-Konto eingerichtet, aber das alles sehr transparent gehalten und gesagt, ey, wenn ihr Bock habt, dann zahlt da was drauf, aber ihr könnt den Inhalt so oder so sehen. Und ich muss sagen, meine Follower und Followerinnen fanden das auch cool. Also die haben mich sau unterstützt. Also ich hatte da über 8.000 Euro innerhalb von einem Tag irgendwie zusammen, was mega, mega cool war. Aber das wurde halt von den Medien komplett auseinandergenommen. Also weil ich halt einfach die erste Influencerin in Deutschland war, die gesagt hat, hallo Leute, ich bin Influencerin und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr mir was bezahlen, damit ich weiter meinen politischen Content halt umsetzen kann. Deswegen bin ich da im Moment ein bisschen vorsichtiger, was das angeht und mache das sicherlich auch bald mal wieder, aber jetzt bestimmt nicht in der Corona-Zeit, weil ich keinen Bock habe, morgen wieder in der Bild-Zeitung zu stehen. Okay, aber dann wäre eine Frage, die ich hätte, weil ich bin immer ganz froh, wenn ich so viel Optimismus höre, den wir auch heute im Gespräch hatten. Es ist gar nicht so negativ, wie wir dachten, dass wir eventuell darüber reden, gehen da Existenzen verloren oder nicht. Glaubt ihr, dass die Krise quasi schon vorüber ist, weil wir gerade so viel über Zukunftsmusik reden und was jetzt passiert? Und das hat für mich so den Anklang, dass die Krise im Prinzip schon weg ist, über die wir die ganze Zeit reden. Nein, das geht gerade erst los, glaube ich. Also ich glaube, wir haben die gesundheitliche Krise, knock on wood. Ich glaube, die haben wir hoffentlich langsam überstanden oder überstehen. Wir langsam sehen ja, dass die Zahlen sich der Infektionen verbessern, ohne da reinzugehen. Aber das ist, glaube ich, das, was hoffentlich eben schneller vorbei ist. Die Konsequenzen, die rauskommen, die kommen ja jetzt erst an. Es gibt viele Unternehmen, die sehr schnell agiert haben, die sich schnell umgeguckt haben, gesagt haben, okay, was können wir machen, um jetzt eben zu kämpfen und uns zu arrangieren. Aber es haben vielleicht auch manche noch nicht so weit geplant. Und ich glaube, das wird sich erst über die nächsten Monate zeigen. Weil wenn ich jetzt gucke, wie sieht der Umsatz aus auf der Mönckebergstraße, auf den großen Einkaufsstraßen, der ist eben nicht da, wo er vorher war. Und die Geschäftsmodelle waren ja nicht x profitabel. Das heißt, die verlieren ja weiterhin Geld. Und da wird sich, glaube ich, das wird noch, glaube ich, sich lange zeigen über die nächsten Monate. Und je nach Branche und je nach Unternehmen, wie gesagt, unterschiedlich. Aber das wird auch manche sicher noch die kommenden Jahre betreffen. Das glaube ich schon. Und ich glaube, dass das erst noch ankommt. Wir sehen das jetzt, dass jetzt die Bewerbungen steigen, dass es eben manche Agenturen auch gibt, die sagen, okay, wir können das so nicht weiter fortführen, wie wir es bisher gemacht haben. Aber das beginnt jetzt und nimmt jetzt erst zu, meiner Meinung nach. Das glaube ich ehrlicherweise auch. Ja, Philipp, das wäre bei dir ganz spannend, weil du ja gerade wirklich, so leid es mir tut, dass wir jetzt da Essig in die Wunde kippen im Zweifel, weil du ja wirklich in der Eventbranche so tief mit drin sitzt, die gerade richtig erstmal die Krise zu spüren bekommt und da auch noch gar nicht in den ganzen Lockerungen in irgendeiner Form enthalten ist. Da wäre es ganz wichtig, so wie schätzt du das ein? Nimmt das wieder Fahrt auf und wenn ja, wann? Also ich glaube, wir werden schon jetzt langsam wieder Events sehen. Ich meine, es ist ja so, dass am Ende, glaube ich, halten sich die Menschen und auch die Veranstalter dann sehr eng an die politischen Vorgaben. Jetzt gibt es irgendwie bis zum Ende August das Verbot. Müssen wir mal abwarten, wie die Zahlen sind. Vielleicht wird es nochmal nach hinten gezogen. In Berlin ist es, glaube ich, schon bis im Oktober oder so. Aber ich glaube, tatsächlich zumindest bezogen auf Business-Events, wenn dann diese Zeiträume abgelaufen sind und die Verbote nicht verlängert werden, dann werden wieder Events durchgeführt, auch gerade, ich glaube, auch Messen. Insbesondere sind ja auch viele Messegesellschaften in städtischer oder Hand der Länder. Es gehört ja häufig, die Messefirmen gehören ja den Ländern. Und die müssen dann weitermachen. Das ist irgendwie, dafür gibt es sie ja, dass die Messen veranstalten. Und ich glaube, das werden wir dann im Herbst schon wieder sehen. Also vereinzelt noch, aber es geht dann wieder langsam los und im nächsten Jahr oder Richtung Winter dann zunehmend. Ob das dann irgendwie anders ein bisschen aussieht, bei den Messen sicherlich auch, mit Hygienevorschriften, vielleicht mit Masken und sonst was, das kann alles sein. Aber ich glaube, dass wir das schon auch wieder sehen werden. Was jetzt Konzerte und so anbelangt, das ist ja auch ein Element von uns im letzten Jahr immer gewesen, dass wir da große Konzerte gemacht haben und so. Da kann ich es mir jetzt aktuell noch ein bisschen weniger vorstellen. Da müssen die Zahlen sicherlich noch viel besser sein. Aber ich glaube auch, dass wir das am Ende auch wieder sehen werden, vielleicht aber noch nicht in diesem Jahr. Wie ist denn das bei euch mit so Digitalerlösen? Also hat das zugenommen? Also
Also sicherlich nicht ausgleichend, aber hast du da gemerkt, dass die Leute sich auch mehr weitergebildet haben? Also weil, ne, also man sagt ja auch historisch gesehen, wird dieser Zeitraum irgendwie die große Pause heißen. So. Und man sieht ja viele Leute im Homeoffice, kennt sich selbst im Homeoffice. Hast du gemerkt, dass da so eure E-Learning-Produkte dann mehr Absatz hatten oder haben? Zumindest stabil. Man muss dazu ja auch sagen, dass bei uns viele Produkte halt auch von Firmen bezahlt werden und dann den gegenläufigen Trend, dass viele Firmen sagen, erstmal jetzt mit allem vorsichtig, aber gleichzeitig ist es stabil und es wächst stabil. Es ist ja bei uns immer über die Jahre gewachsen und es wächst auch weiter, aber jetzt nicht explosionsartig, sondern organisch, linear, wie das in den letzten, das hat also sozusagen die Krise hat da nicht eingeschlagen, warum auch immer. Ne? Aber sie hat auch jetzt nicht zu einer Explosion geführt von kostenpflichtigen E-Learning-Produkten. Was anders ist, sind halt, wie gesagt, Podcast-Hörerzahlen, auch Podcast-Werbeerlöse. Das ist jetzt spürbar stärker, dass, wenn man das jetzt so ganz längsschnittartig sich anschaut, dann wird man sich wundern, eines Tages, was war denn da los, irgendwie im Frühjahr und Sommer 2020. Und sind das dann, gerade beim Podcast, sind das mehr Creator geworden? Also nutzen die Zeit dann, die Leute vielleicht auch die Zeit jetzt mehr, um zu sagen, ich will Inhalte schaffen und jetzt mache ich das vermehrt? Das ist ja, glaube ich, generell so, dass jetzt viele Leute versuchen, Podcasts zu machen. Und früher hatte jeder eine Band, heute hat jeder einen Podcast. Das ist auch dass am Ende gibt es trotzdem, glaube ich, nur ein paar Bands, die jetzt irgendwie große Konzerte spielen und viele Platten verkaufen. Das wird im Podcast-Bereich auch so sein. Aber da ist noch Luft. Ne? Also ich glaube, nur weil das jetzt jeder macht, das heißt ja nicht, dass der Markt voll ist. Also ich glaube, wir werden noch neue Formate sehen. Und man sieht ja, dass bestehende Formate reagiert haben und hier irgendwie ausweiten. Es gibt dann irgendwie häufig statt einer die Woche zwei oder drei Podcasts die Woche. Es gibt jetzt Podcasts im Fernsehen auf einmal. Also das ganze Thema, das kommt schon sehr stark. Und das ist kein Zufall, dass diese ganzen Entwicklungen jetzt alle kommen. Aber würdet ihr dann alle jetzt mal sagen in die Runde und so abschließend, es hieß ja, wie hieß es? Basti hat die ganze Pleite Zeit eine Frage. Und, ach so, sorry, ich wollte nicht übergehen, aber lass mich den Gedanken vielleicht zu Ende bringen. Lohnt es sich, Influencer zu sein? Also wie auch immer man das jetzt definiert. Wir haben ja jetzt heute schon mehrere Sachen, also wie man das definieren kann. Also weil gerade jetzt mal mit der Perspektive, wir haben Kreativschaffende, wir haben Medienschaffende und das war ja eine der ersten Gruppen, die quasi davon betroffen war im Sinne von Verdienstausfall und das Normale, wie man Geld verdient, ist zurückgegangen. Würde es sich für solche Leute lohnen, mehr zu schauen, wie kann ich ein bisschen mehr Influencer werden im Sinne von Reichweite und die ich im Zweifel monetarisieren kann oder wo ich sagen kann, hier kann ich eine Paywall vorschalten oder ich finde meine 5 Leute, die mir, keine Ahnung, meine 50 Euro im Monat geben oder sowas. Also ist das ein Modell? Naja, es ist ein bisschen so, als wenn du Leuten sagst, irgendwie, jetzt werd mal, es ist gerade schwierig, werd mal Fußballprofi. Ne? Also es ist halt nicht jedem gegeben und nicht jeder kann das mal so eben machen, hat das Talent dazu. Also wir reden ja schon gerade bei Leuten, die halt irgendwie binden können, Hunderttausende, Millionen von Leuten, das ist ja schon ein sehr besonderes Talent auch irgendwo, wo man jetzt nicht einfach sagen kann, die Welt hat sich geändert, das mache ich jetzt auch mal. Es ist halt so, wenn ich früher besser Fußball gespielt hätte, wäre ich auch gerne Profi geworden, aber ich hätte es nicht gekonnt, selbst bei allem guten Zureden. Deswegen, also ich glaube, es ist ein sehr schöner Job, der ist auch krisensicher oder weitestgehend krisensicher. Und wenn man das gerne macht und dann seine Größe erreicht hat, dann ist es einfach ein tolles Leben. Und es ist jedem, der das, ja, also ich finde es toll, aber jetzt zu sagen, das sollte man jetzt dringend machen wegen der Krise, ich glaube, das bringt fast nichts. Und so wie ich hier alle in der Runde sehe, ich glaube, man macht das am Ende ja auch, egal was wir machen, ob es jetzt digitales Marketing ist, ob es Influencer-Marketing ist oder die Themen, die ihr erzählt, macht man ja in erster Linie für das Thema, weil man daran Spaß hat. Und dann ergibt sich daraus, dass es als Geschäft wird. Und deswegen wäre das für mich eher sowieso nachrangig und würde eher sagen, ja, wenn es neue Möglichkeiten gibt, Reichweiten aufzubauen, was zu erzählen, was spannend ist, great. Ob das dann nachher wirtschaftlich erfolgreich ist, kämpfe mich dann danach. Ja, wirklich voll mit Christoph mit dich. Das ist ja voll das Wichtigste, dass man einfach so sein Thema hat. Und ich glaube, wir alle haben ja auch deswegen damit angefangen und sind da halt reingerutscht. Und ich glaube, so sollte es auch weiterhin sein, dass man überlegt, wie man sein Thema einfach geil an Leute rankriegt. Und dann kann man gucken, ob man damit dann noch Geld verdienen kann. Ich glaube, um ehrlich zu sein, es ist nie verkehrt, das zu machen. Und ich glaube auch, es gibt für jede Art von Persönlichkeit irgendwie eine Form der Selbstdarstellung, ob das jetzt face-to-face ist, wenn jemand wirklich sich berufen fühlt, direkt in eine Kamera zu sprechen, ob der sich damit unwohl fühlt und sich in einem Podcast-Format
weiß ich nicht, mehr zu Hause ist oder weiß ich nicht, ob das Wissensvermittlung über Social Cards ist, die derjenige selber zusammenstellt oder kreativ baut. Also da gibt es auch sehr dekorativ Kosmetik, super coole Best Practices. Also am Ende, glaube ich, kann das jeder auf seine Art und Weise im Social-Media-Kosmos irgendwie umsetzen, kreativ. Aber die Motivation, wie meine Vorredner schon gesagt haben, ist natürlich essentiell. Aber es ist natürlich auch immer, kreativ muss man sein in irgendeiner Form. Ich glaube, sonst holt man die Leute nicht ab mit seinem Inhalt. Nichtsdestotrotz macht das eigentlich für jeden Sinn. Also ob du Unternehmer oder Unternehmerin bist, ob du eine Marke hast, eine Agentur oder was auch immer, oder ob du irgendwie eine Dienstleistung oder einen Shop hast, wo du Produkte verkaufst. Also es gibt für mich keinen logischen Grund zu sagen, ich will nicht in sozialen Medien in irgendeiner Form Reichweite aufbauen. Also fällt mir keiner ein, ehrlich gesagt. Natürlich nicht. Sehr schön. Ich muss das Ganze jetzt leider zusammenfassen und abschließen, weil wir schon wieder zu wenig Zeit haben tatsächlich für all die Fragen, die wir eigentlich noch hätten. Ich fasse aber mal zusammen, was ich von euch gehört habe. Zum einen erstmal Punkt 1, Optimismus. Wir sehen, es hat sich ganz viel für Social Media in dieser Krise entwickelt. Wahrscheinlich wird das Potenzial danach größer sein als hinterher, weil sich die Leute viel mehr mit Digitalmedien auseinandersetzen. Um Christoph zu zitieren, wir werden viele neue Formate in der Werbung sehen. Es wird sich komplett wandeln, wie Werbung betrieben wird und auch, was es für Inhalte auf welchen Plattformen gibt. Das haben wir heute auch gelernt. Dann haben wir noch dazu gehört, dass es extrem wichtig ist, dass dahinter irgendeine Botschaft steht, die Werte vermittelt, aber eben auch eine Persönlichkeit. Und was Kims Social Media Profil angeht und seine Karriere, sind wir noch auf der Suche, wie wir ihn zum Influencer machen. Wir sind aber einiges durchgegangen. Find me on den VZ-Netzwerken. Zieh das durch. Kim will doch nur wieder gruscheln. Ja, vielleicht ist es sogar das. In Summe aber, genau wie in allen anderen Gesprächen, und das gibt mir immer eine sehr, sehr gute Laune, wenn ich hier rausmarschiere vom Corner. Das kommt nicht vom Bier, sondern davon, dass alle unsere Gäste bisher immer ein positives Resümee aus der derzeitigen Lage gezogen haben. Das haben wir auch heute wieder gesehen. Ganz, ganz eindrucksvoll. Deswegen bedanke ich mich. Aber läuft ja auch. Also so wie es klingt, läuft ja auch. Nee, aber deswegen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr euch A, die Zeit genommen habt und B, auch so einen positiven Ausblick gegeben habt. Wirklich an alle ganz herzlichen Dank für die Zeit. An den Rest einen schönen Feierabend weiterhin. Und wir sehen uns nächste Woche am Sonntag, richtig? Wenn du das sagst. Ich meine das. Mal, guck mal, jetzt haben wir schon Leitung des Studiums bekommen. Das ging schnell mit der Karriere. Cool, danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Tschüss. Ciao, macht's gut. Ciao.